Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Gut, da wir nicht mehr mit den Tieren reden langsam, können, langsam. Machen wir mal etwas anderes. Schatzsuche. Spontaner Profit. Das war's, was wir eigentlich die ganze Zeit machen wollten. Das ist auch gleich hier um die Ecke. Heya! Oh. Gut, und die letzte Folge war geil mit dem Gespräch. So, ja, mit Plötze. Aber wir machen schnell noch eine Meditation. Und dann geht's los. So, dann hätten wir alle vernichtet. Das kann schon praktisch sein. Gut, wir sollten gleich da sein. Monsterlager. Okay, vielleicht merkt man, dass ich schon seit einer Weile nicht mehr gespielt habe, denn ich hatte vergessen, dass da ein Werwolf ist. Okay. Was? Gut, okay, wir sind da. Wir speichern schnell. Dann haben wir... Was ist das? Okay, aha. Silberschwert. Okay. Nein. Waffen. Ist das? Nein, das ist Rüstung. Habe ich nichts für Waffen? Ah, hier. Okay. Gut. Ist es repariert oder braucht es noch ein bisschen mehr? 100% gut. Gut, dann speichern wir nochmal und hier unten sollte irgendwo... Wow. Okay, hier sind alle erledigt. Die Beuten selbst, also meines Gold. Reines Gold, wo? Oder ist das reines Gold? Wo reines Gold? Ich sehe kein reines Gold. Okay, hier gibt's nichts. Wir speichern nochmal. Denn der Werwolf. Der Werwolf war krass. Aber jetzt nicht mehr. So, wenn man die Wölfe vorher wegmacht, ist es schon ein bisschen leichter. Und sich ein bisschen drauf einstellt. Eine tote Ziege. Reines
Gold oder so, aber ich kann es nicht nehmen. Mhm. Gut. Für rote Rüstung. Aha, und was haben wir hier drin? Gessheft? Was zum Geist ist ein Gessheft? Also, Giselle Durets Tagebuch. Viele Seiten des Tagebuchs sind vollgeschrieben, doch die letzte Seite ist verschmutzt und in krakelige Handschrift abgefasst. Es ist geschehen. Gräfin de Sackhorte hat den Basanehof gekauft und noch so viele glückliche Jahre müssen wir uns. Und nach so vielen glücklichen Jahren müssen wir unsere gemütliche Bleibe verlassen. Als Hubert den Räumungsbefehl erhielt, wurde er so wütend, dass ich große Mühe hatte, ihn zu beruhigen. Ich erklärte ihm, dass es ohnehin ein Wunder war, dass wir so lange unter den Menschen wohnen konnten. Ich fürchte, Hubert wird seine Verwandlung nicht kontrollieren können, wenn er in einer solchen Verfassung ist. Wir sind in eine Höhle in Blessurwald gezogen. Wir durften einige Dinge vom Hof mitnehmen. Wir haben ein Bett, einen Tisch und ein paar Kerzen. So schlimm ist es gar nicht. Die Höhle ist etwas feucht, das stimmt. Schon nach einer Nacht stellte ich fest, dass das meinen Gelenken nicht sehr gefällt. Hubert hatte einen Anfall, als er mich husten hörte. Er schrie, er würde zum Hof zurückkehren und seine Zähne in die Gräfin schlagen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Hubert ist verschwunden. Ich habe Angst. Mir läuft es kalt den Rücken runter. Ich habe den Geschmack von Blut im Mund. Ich fürchte, Hubert ist unterwegs, um zu morden. Was wird aus uns werden, wenn er die Kontrolle verliert? Die übrigen Seiten sind ausgerissen. Auf dem Rückendeckel sind Clownspuren zu sehen. Oh. Habe ich gerade die Frau getötet? Das war eigentlich nicht meine Absicht. Also die Wölfe haben mich angegriffen. Also der Werwolf, oder besser gesagt die Werwölfin. Eigentlich auch, aber... Ah, das hasse ich. Gut, gut, also gut. Wir sind ja gleich hier bei den Ruinen. Okay, Höhleneingang. Aha. Und da soll etwas sein. Okay, aufgeschlossen. Spontaner Profit. Okay. Das war eigentlich ganz einfach. Eine Todesfee. Au. Au. Ja, ja, ja. Und jetzt krepier. Wow. Okay, sie ist jetzt weg. Warum auch immer hier eine Todesfee ist. Gut, das hätten wir auch erledigt. Aha. Wir könnten auch schnell hier rüber gehen.
Aber zuerst will ich bei den Quests nachschauen. Schatzsuche ist okay. Hexeauftrag. Und neben den Quests. Okay. Okay, das ist noch weit entfernt. Füße kalt wie Eis, das ist auch weit entfernt. Auch weit entfernt. Nebenquest. Es kann nur einen geben. Auch weit entfernt. Großer Fußschrank. Ritter zu Diensten. Ja. Das Hungerspiel. Sammeln wir sie alle. Ja. Also, was war hier am nächsten von den? Ich glaube, Monster aus Tufo. Ja. Aus Sicherheitsgründen ruhen wir uns noch schnell ein bisschen aus. Dann rufen wir Plötze herbei. Ah, da ist sie. Komm schon! Und reiten die männliche Stute. Aber das war witzig. Monsternest. Und gleich haben wir es geschafft. Und Kopf weg. Plus minus. Okay, jagen wir jetzt noch das. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Ja, machen wir. Nach Plötzen. Ah, so. Ja, okay. Gut, eine Bedrohung weniger in diesem Lande. Und dafür kriegen wir so gut wie kein Geld. Moment, auf dem Wege zum... Dahin können wir noch schnell hier vorbei. Das waren wieder Wölfe, die interessieren mich eigentlich kein Millimeter. Banditenlager. Schniedel versenken und Schädel spalten, das gefällt mir. Brüder, töten wir! Morden wir! Warum musstest du uns auch sauer machen? Warum ich euch sauer machen musste? Im Moment seid ihr die, die getötet werden. Gut. Okay, dann sammeln wir alles auf. Banditenlager, jojo. Aha. Auf Schweinehaut geschriebenes Tagebuch. Tag 1. Philibert hat uns beauftragt, einen Nachschub von Basanerhof zu holen. Ich bin wie immer mit dem Großteil der Beute im Lager geblieben und habe einige... im Lager geblieben und habe einige losgeschickt, um mit dem Verwalter zu verhandeln. Hubert Durett ist ein vernünftiger Kerl, hat uns noch nie über
zuvor Probleme beim Nachschubholen gemacht. Also sieht alles nach einer einfachen Aufgabe aus. Nichts verglichen mit der Jagd auf fliegende Monster oder dem Abfangen von Karawanen, die die Straße entlang kommen. Nikolai und Pablo Gaffe sind nicht zurückgekehrt. Da stinkt was zum Himmel und das sind nicht meine Schuhe. Ich übernehme das Kommando und führe meine Leute zum Hof, um zu sehen, was da los ist. Wenn die Bauer auf Basane meine Männer etwas angetan haben, lege ich den Hof in Schutt und Asche. Der Hof ist zerstört, aber keine Spur von Pablo oder Nicola. Wir haben nur 2 Landeier gefunden. Ich nehme sie zur Befragung mit ins Lager. Beide heulen wie verrückt und fassen was von einem Werwolf. Wenn sie im Käfig geschmort haben, sind sie vielleicht gesprächiger. Aber wo zum Teufel stecken meine Männer? Moment. Etwas vom Werwolf und wir haben vorhin etwas über einen Werwolf erfahren. Also auf jeden Fall sieht das nicht gut aus. Hätte ich den Werwolf nicht angreifen sollen? Eieiei. Fragen über Fragen. Und die Antwort dazu weiß man ja kaum. Steinbruch. Burg, aha. Okay, dann gehen wir hier hin. Steinbruch, aha, aha. Basalhof. Oh, da war ja ein Werwolf, den haben wir auch schon getötet. Oh. Ah, da ist Plötzlein. Komm her. Komm her, meine Süße. Verdammt, bist du hässlich. Oh. Ah, ein Panther. Kein Interesse. Ich frage mich eigentlich, warum Geralt sein Pferd, seine Stute, Plötze getauft hat. Und das war ein Donner. Okay, nicht gerade einer von der leisen Sorte, aber okay. Au, hi. Gut, jetzt Kikimora-Brutgebiet. Ich muss es zerstören, wenn sie ein für alle Mal verschwinden sollen. Das hätten wir auch geschafft. Gut. Oh, das war ein Toter, wie es scheint. Und sonst hätten wir alles aufsetzen. Geh zum... Ich lasse Tofu anwesen. Aber es heißt Tufo. Nicht Tofu, sondern Tufo. Wie William Dafoe. Also, Weingut und sprich mit dem Auftraggeber. Okay. Ah, ist das... Was sind wir da? Tufo-Weingut. Ja, das scheint es zu sein. Kompliment an den Sieger des Turniers. Auf ein Wort? Gut, von mir aus. Oh, süßes Hundi. Ja, was gibt's denn? Wozu ruft man wohl einen Hexer, hm? Um den neuesten Hofdratsch zu erfahren?
Ich habe ein Monsterproblem. Ah, du hast den Auftrag ausgehängt? Dann spuck's aus. Was ist Sache? Na. Zunächst, werter Hexer, gilt es, die Grundregeln zu etablieren. Angesichts der stattlichen Diskrepanz unseres jeweiligen sozialen Status muss ich dich ob deines vertraulichen Tonfalls tadeln. Ich erwarte Hochachtung. Ich erwarte, dass du mich mit Herr ansprichst. Oder noch besser als Monsieur de Bourbon. Schön zur Sache, Monsieur. Er spricht dich an, wie ich will. Gott verdammt. Hör mal, Kumpel, die Diskrepanz zwischen uns ist riesig. Aber da spielt der Status keine Rolle, sondern die Tatsache, dass ich zwei Schwerter auf dem Rücken trage und du keins. Also red ich dich an, wie ich will. Wenn dir das nicht passt, dann löst dein Monsterproblem selbst. Solch Impertinenz! Ich werde bei deiner Gilde Beschwerde einlegen. Mhm. Schick sie an den Kundendienst in Kaer Morhen, Kaedwen. Und jetzt rede, bevor ich es mir überlege und verschwinde. Ah, Nordlinge und Manieren. Nun gut, bringen wir es hinter uns. Irgendetwas hat mein Weingut befallen. Klarer Fall für mein Irgendetwas-Öl. Bitte, wie meinen? Ich brauche mehr Informationen. Wo wurde dieses Irgendetwas gesehen? Gibt es Zeugen? Leichen zu untersuchen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Niemand hat die Bestie gesehen. Wir hören nur so ein seltsames Kratzen und Kreischen. Es gibt auch keine Leichen. Die Leute verschwinden einfach spurlos. Okay, woher kommen die Geräusche? Diese Geräusche? Wo kommen die her? Tja, von überall her. Aber im Weinkeller hört man sie am deutlichsten. Okay. Dann dürfte das Monster unterirdisch hausen. Wann ist es am lautesten? Nachts. Wie vor Jahren, als die Häuser bebten. Darum wollte sich auch ein Experte kümmern, aber der verschwand auf Nimmerwiedersehen. Okay, und die Verschwundenen? Erzähl mir von ihnen. Wer ist denn verschwunden, wenn ich fragen darf? Zuletzt irgendein Knecht, glaube ich. Und erinnerst du dich trotz der stattlichen Diskrepanz eures jeweiligen sozialen Status vielleicht an seinen Namen? Nein, da musst du meine Frau fragen. Die ist mit den Hausgehilfen besser bekannt. Leider ist sie gerade auf Besuch bei ihrer Mutter, aber sie müsste bald zurückkehren. Tja, das reicht ja dann wohl mit den Fragen. Nun sag mir, ob du den Auftrag annimmst oder nicht. Okay, reden wir mal über die Bezahlung. Kommt drauf an. Von welcher Belohnung reden wir? Ja, nehmen wir das mal. Also bitte, sei doch vernünftig. Also bitte, sei doch vernünftig. Also bitte, sei doch vernünftig. Oh Gott, Das muss ich wohl als Verlust verbuchen. Na schön. Okay, ich nehme es an. Na schön, ich übernehme. Muss mich erstmal hier umsehen. Und dann mit Madame de Bourbeau sprechen. Wunderbar. Ich werde dich umgehend über ihre Rückkehr unterrichten. Hier ist unterdessen der Kellerschlüssel. Doch bitte, was immer du tust, bleib von den Weinfässern weg. Okay, gut. Das Monster auf Tofu. Hey. Geh mir aus den Augen. Okay, was haben wir hier? Dann wollen wir uns mal umsehen. Also. Ratten. Die entführen keine Knechte. Was zum... Okay. Kaputte Teller. Irgendwie sind die vom Regal geflogen. Oder sie wurden runtergeworfen. Aha. Ein Tunnel. Etwas mehr Licht wäre nützlich. Ah, das macht er sogar von selbst. Goldklumpen. Was haben wir sonst? Noch mehr Gold. Nein, nur Rohrkupfer.
Könnte hier runter. Dieser Tunnel zieht sich ja endlos. Kikimoras. Okay, mal sehen. Was haben wir sonst noch? Großes Herz, aha. Okay, besiegt. Bäh, noch mal einer. Diese Aktion ist während des Kampfes nicht möglich. Okay. Ein bisschen Geld gewechselt. Ja, gewechselt. Geld gesammelt. Ich muss vielleicht mal... Hier müsste ich durchbrechen können. Okay, aber zuerst einmal... Woher kamen wir? Ah, ja, von da. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Au! Hey! Oh, woher kommt der denn auf einmal? Wie lange soll ich noch warten? Okay, und weg sind sie. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, was haben wir sonst noch? Okay, es muss also etwas Großes sein, das groß genug ist, um so Löcher in die Wand reinzuhauen, die groß genug sind, dass ein Geralt da durchlaufen kann. Oh. Gut, hier haben wir... Verdammt! Es entkommt! Okay, well. Okay, das haben wir. Was ist das? Hey! Okay, auch der ist tot. Das wird ja immer spannender. Oh Gott, gut, dann... Kikimora-Eier. Ich muss sie zerstören, bevor sie schlüpfen und durch die Weinberge ziehen. Verdammt, die könnten jeden Moment schlüpfen. Ja, die könnten jeden Moment schlüpfen. Deshalb werden sie schnell vernichtet. Kaputte Kikimora-Eier. Da hat sich jemand satt gefressen. Aha.
Das war keine Kikimora. Diese Tunnel müssen von größeren Wesen gegraben worden sein. Mit schweren, breiten Klauen. Kaputte Kikimora-Eier. Da hat sich jemand satt gefressen. Ja, okay. Hier haben wir nichts Neues. Das ist eine Kikimora, ist es nicht, wie Gil halt sagt. Oh. Verdammt, die könnten jeden Moment schlüpfen. Verdammt, die könnten jeden Moment schlüpfen. Okay. Das hätten wir jetzt. Verdammt, und das letzte. Die könnten jeden Moment schlüpfen. Wasser sprudelt. Ein unterirdischer Bachlauf? Das Monster, das ich suche, lebt unterirdisch, gräbt Tunnel und frisst Kikimoras. Und es ist sehr, sehr groß. Hier erfahre ich nichts mehr. Ich sollte wieder nach oben gehen. Gut, aber nach oben gehen wir erst in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.